Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in meinem neuen Setup haben wir gerade eben mit Thomas aufgebaut. Thomas steht hinter der Kamera, für mich ganz ungewohnt. Die Wahrheit ist raus, obenrum schön, untenrum nicht so. Aber egal. Heute möchte ich euch einen Sephora Haul zeigen. Und zwar den gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Aber weil ich jetzt meine Haare ein bisschen aufgefrischt habe, war ich total motiviert, irgendwie Produkte zu kaufen, die für blondes Haar geeignet sind. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon dabei bin, könnte ich mal endlich Produkte von Natasha Denona mal ausprobieren. Das ist nämlich ein Brand, der schon sehr lange auf dem Markt ist. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von euch auch schon Produkte von Natasha Denona haben. Aber ich kam irgendwie nicht dazu. Und jetzt habe ich gesehen, dass es eine ganz neue Palette gibt und eine, die es schon länger gibt, und die wollte ich einfach ausprobieren. Und außerdem habe ich noch ein Oldie, aber Goldie nachbestellt. Und ich zeige euch die Sachen einfach wie immer nach und nach. Hier ist die große Tüte. Ich habe natürlich wie immer eine Online-Bestellung gemacht und ich greife einfach mal rein und zeige euch alles durcheinander, was ich so als erstes in die Hand bekomme. Und ich möchte in Zukunft, was meine Gesichtspflege und auch meine Haarpflege angeht, einfach mehr auf High-End gehen oder beziehungsweise eher weg von der Drogerie. Bei dekorativer Kosmetik ist es mir eigentlich relativ egal, muss ich ehrlich sagen, weil es sind Produkte, die am Ende des Tages auch wieder wegkommen vom Gesicht. Ich kann es abschminken, aber Haare und Gesicht, da möchte ich mich ein bisschen in diese High-End, auf diese High-End-Richtung fokussieren. Und deswegen habe ich jetzt Produkte für meine Haare von dem Brand Kérastase gekauft. Ich bin mir sicher, dass ihr den auch kennt. Ich habe mir so überlegt, okay, soll ich mir was von Kérastase oder von Redken holen? Da war so ein bisschen meine Überlegung. Ich habe mich jetzt erstmal für Kérastase entschieden und hier habe ich tatsächlich einige Produkte aus dieser gleichen Reihe geholt, weil ich dachte, dass sie sich ja meistens aufeinander abstimmen. Und deswegen, ich zeige sie euch alle nacheinander. Und zwar habe ich hier einmal, interessant finde ich, dass hier auch nichts auf Englisch steht. Ah, doch hier. Stärkendes, auf Deutsch, stärkendes Öl für ein strahlendes Blond, eine Formel für geschwächte Haarfaser. Das hat man ja auf jeden Fall meistens, wenn die Haare blondiert sind. Ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich euch schon mal ein Video erzählt, aber wo ich beim Friseur war. Aber ich habe mir tatsächlich erhofft, dass meine Haare insgesamt viel blonder sein werden nach meinem ersten Friseurbesuch, als sie jetzt sind. Aber nun gut, wir gehen das Ganze langsamer an und trotzdem bin ich ja insgesamt heller geworden. Ich habe super, super viele feine Strähnen und deswegen muss ich doch meine Pflege jetzt anpassen. Und dieses Öl hatte auch super gute Bewertungen gehabt, deswegen habe ich mir das auf jeden Fall bestellt. Es hat eine Glasflasche, was natürlich cool finde. Das Packaging schaut toll aus, also ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Aus dieser Reihe habe ich mir auch das Produkt hier geholt. Bin gerade echt happy, dass hier was auf Deutsch auch steht, weil als ich das eingekauft habe, stand einfach alles nur auf Französisch. Intensive, aufbauende Pflege für blondiertes oder gesträhntes Haar. Genau, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt so ein bisschen umdenke. Ich habe ja früher, als ich auch so wirklich dolle blonde Haare hatte, und blonde Haare sind wirklich Arbeit, nicht nur Normalhaare pflegen. Blonde Haare benötigen wirklich extra Aufmerksamkeit, so wie auch lockige Haare, die muss man auch immer extra pflegen. Aber sieht auch immer besonders schön aus. Und was ich mir jetzt so ein bisschen auch, was ich anders machen möchte, ist diese Silberkur, Silbershampoo, Silberconditioner, einfach diese Geschichte anders anzugehen. Weil diese Produkte, die so dunkel lila sind, ne, die diesen kühlen Look geben, die sind ja meistens auch, oder was heißt meistens, die sind eher austrocknend. Und ein Shampoo ist sowieso schon austrocknend und wenn es ein Silbershampoo ist, dann ist es doppelt austrocknend. Deswegen möchte ich eher wegkommen von den Shampoos, die diesen Silbertouch geben, sondern diese silbernen Produkte, diese lilane Textur mehr in Pflegeprodukten zu haben, so dass das Ganze nicht zu dolle beschädigt wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und deswegen habe ich mir eben diese Pflege hier geholt. Das muss man auf jeden Fall auswaschen. Das ist hier ja verpackt. Ich packe das jetzt lieber nicht. Ich mache das lieber nicht auf, weil ihr wisst, was für eine Sauerei das sein kann, wenn man diese lilanen Produkte hat, auch im Bart und so und auf den Fingern. Immer am besten gleich auswaschen, sonst hat man es echt überall. Und dann habe ich hier noch ein Shampoo. Das ist auch aus dieser Blonde Absolue Reihe und das ist eben nicht lila. Das ist das, was ich mir so ein bisschen halt überlegt habe, was man eventuell besser machen könnte. Feuchtigkeitsspendendes, glanzverleihendes Haarbad für blondiertes oder geschädigt gesträhntes Haar. Also meins in dem Sinne. Und eine Sache noch, bevor wir zur dekorativen Kosmetik dann kommen, endlich. Ja, und ein Shampoo habe ich dann doch, das lila ist, ja. Widerspricht ein bisschen dem, was ich gerade erzählt habe. Aber manchmal braucht man doch so ein bisschen Stärke, so einmal im Monat oder so, braucht man dann doch vielleicht ein Silbershampoo, weil es ist natürlich auch viel intensiver in der Wirkung als eben so
Pflegeprodukte vielleicht. Also muss man für sich entscheiden. Ich war natürlich mega euphorisch, weil ich wusste, ich gehe zum Friseur, ich werde wieder ein bisschen blonder. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich brauche wieder Produkte, die mein blondes Haar pflegen. Und das habe ich mir jetzt geholt. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Serie kennt oder generell, was so eure Produkte sind für blondiertes Haar, worauf ihr schwört und nicht mehr verzichten möchtet. Holt mich da auf jeden Fall ab, denn ich war die letzten 7 Monate nicht mehr am Start, was das Thema angeht. Und ich zeige erstmal noch, bevor ich wieder zu den Haaren komme, zeige ich ein bisschen Kosmetik. Hier habe ich mir gekauft von Fenty Beauty diese Body Sauce. Bestimmt kennt ihr das auch. Ich habe das in der Farbe 02. Das ist der zweithellste Ton und das habe ich mir einfach gekauft für, ja, wenn ich irgendwie shoote, ob Videos oder Fotos oder so und wenn ich einfach zu blass bin oder einfach so gerne ein bisschen mehr Farbe hätte. Und für die von euch, die das nicht kennen, das ist einfach so ein, das ist wie, kann man sich vorstellen, Make-up, aber für den Körper, nicht für das Gesicht. Das verleiht euch so einen schönen Ton, einen schönen Glow und das ist auch ein bisschen wie so ein Selbstbräuner, aber man kann es auftragen und es ist gleich, also könnt gleich los damit und auch, wenn es ein bisschen eingezogen ist, schon Klamotten anziehen, ohne dass es abfärbt. Und bei einem Selbstbräuner zum Beispiel, dann musst du den ja über Nacht drauf lassen oder so, dass es schön einzieht. Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, etwas dazwischen, zwischen Make-up und Selbstbräuner. Und die Reviews, die ich dazu gesehen habe, die sind so gut, wirklich. Und deswegen musste das einfach sein. Auch wenn ich jetzt meine eigene Kollektion jetzt zum Beispiel shooten werde, wie Videos aufnehmen und Fotos und so weiter. Ich muss natürlich vorher mal ausprobieren, dass es nicht abfärbt, aber einfach manchmal wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Farbe. Und ganz ehrlich, meine Arbeit hier, ne, ihr seht mich auch nur bis hier, ich kann ja auch ein bisschen schummeln hier und da, weil ihr seht ja meistens höchstens vielleicht mein Dekolleté oder meine Arme und dafür ist das halt perfekt, ja. Falls ihr vielleicht auch aus dem Bereich kommt, dass ihr Fotos macht, vielleicht seid ihr selber Model oder ihr macht Fotos oder sowas, ne. Falls ihr tatsächlich auf diesem Bereich mehr fokussiert seid, vielleicht ist das wirklich so ein Retter manchmal in der Not, wenn es schnell gehen muss und ihr einfach mehr Glow und Farbe braucht. Und wie gesagt, ich habe dazu so viele super gute Reviews gesehen, deswegen habe ich mir das mal gekauft. Was ich mir nachgekauft habe und was ich letztes und vorletztes Jahr euch die ganze Zeit weiterempfohlen habe und nur darüber gesprochen habe, ist die Synchro Skin Self Refreshing Foundation von Shiseido. Also das ist wirklich mein absolutes Holy Grail, was Foundations angeht. Ich habe jetzt absichtlich keine nachgekauft. Das war übrigens eine der wirklich vielleicht 3, 4 Foundations, die ich in meinem Leben aufgebraucht habe, überhaupt, weil ich die so mega mag. Ich habe sie übrigens wieder in der Farbe 310 Silk bestellt und danach eben habe ich sie mir extra nicht nachgekauft, weil ich dachte, hey, es kann nicht sein, ich kann nicht nur immer die gleiche Foundation benutzen, aber ich liebe sie einfach. Und sie heißt ja Self Refreshing und das hat sie auch wirklich gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich am Abend immer noch eine richtig gute Base hatte, auch wenn ich die Foundation den ganzen Tag trug. Also irgendwie, ich liebte die Deckkraft und ich habe auch eine trockene Haut, wisst ihr ja. Und das war insgesamt einfach so eine perfekte Base für mich und für das, was ich eben möchte. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen Pigmentflecken. Also für mich ist Deckkraft wichtig, aber eben das auch nicht austrocknet, das am Ende des Tages gut aussieht. Und das ist für mich einfach eine der allerbesten Foundations immer noch. Und deswegen habe ich sie mir letztendlich doch nachbestellt und werde sie auf jeden Fall spätestens morgen, wenn ich mich schminke, wieder benutzen. Und ja, also falls ihr immer noch auf der Suche seid, vielleicht nach einer guten Foundation oder ihr möchtet mal eine ausprobieren. Und wenn ihr die noch nicht kennt, ihr müsst sie unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich Crème de la Crème. Dann kommen wir wieder zurück zu Haaren. Da habe ich mir von Briogeo Scalp Revival ein Charcoal and Coconut Oil Micro Exfoliant Shampoo bestellt. Und das ist auch ein Thema, über das ich mir immer mehr Gedanken mache, denn klar, Shampoo, Conditioner, Haaröl und so weiter, alles wichtige Produkte, wo man wirklich drauf achten sollte, ob es dann wirklich zu einem persönlich passt, zu der eigenen Haarstruktur, zum Typ und so weiter, was möchte man erreichen. Aber das Allerwichtigste, was wir wirklich viel zu selten beachten, ist unsere Kopfhaut. Und da kommen die Haare her, da leben sie, da wachsen sie, da entwickeln sie sich und das ist eigentlich das Allererste, das ist eigentlich die Basis. Und wie bei allem, was man so als Pflege nutzt und im ganzen Leben, ganz ehrlich. Das Wichtigste ist einfach die Basis. Wenn die Basis stimmt, stimmt auch alles, was darauf kommt. Und es wird alles immer besser aussehen, wenn die Basis denn stimmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, was eigentlich mit der Kopfhaut? Und ich habe das Gefühl, ich schenke meiner Kopfhaut viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und vielleicht, wenn man
ein bisschen mehr Acht drauf gibt und eben mehr Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht werden die Haare auch besser wachsen, vielleicht werden sie fester, gesünder und vielleicht liegen sie da auch noch besser. Klar, solche Sachen muss man auch über einen längeren Zeitraum mal ausprobieren, aber ja, das ist auf jeden Fall für mich auch ein neues Thema zum Thema Haare, das ich auf jeden Fall mehr beachten möchte. Und ja, jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Und jetzt zeige ich euch mal die beiden Natasha Denona Paletten, die ich mir bestellt habe. Ich habe sie mir länger, also warum ich sie mir nicht schon vorher gekauft habe, ist ganz ehrlich der Preis, weil auch wenn es mein Job ist, irgendwie Produkte auszuprobieren, aber manchmal finde ich das so krass, wo wir angekommen sind, wie teuer Kosmetik einfach ist. Das ist der Wahnsinn. Aber andererseits, ich meine, wenn die Leute das nicht kaufen würden, wir, dann würde das auch nicht geben. Und die Produkte sind wirklich gut. Und Natasha Denona ist ja auch ein Make-up-Artist. Das ist ein Profi. Sie weiß genau, worauf es ankommt. Und genauso ist auch das Feedback. Es ist einfach durchaus positiv. Und alle lieben und benutzen das. Und nicht nur die ganzen Beauty-YouTuber und Influencer, sondern wirklich alle. Und deswegen habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich schon wieder die Letzte bin. Also habe ich mich jetzt mal da rangetraut. Und ich packe mal aus die beiden Paletten, die ich mir gekauft habe. Einmal ist es die Sendo-Palette und die schaut so aus. Die waren jetzt, also normalerweise sage ich mal, aber die Paletten liegen ja so bei über 100 Euro pro Palette. Krass, gell? 120 und mehr. Und die hat jetzt 68, meine ich, gekostet. Die Farben sind wunderschön, kann man echt nichts sagen. Das ist eine wunderschöne Palette. Der Spiegel ist riesig groß. Das ist natürlich auch immer sehr praktisch und von Vorteil. Sie ist auch nicht so, die fühlt sich auch sehr hochwertig an. Ne? Der Verschluss, also es ist, das, hier stimmt alles dran. Ich muss wirklich auch sagen, man sieht den Unterschied. Das ist einfach eine High-Quality-Palette, keine Frage. Ich swatch die auch mal, weil die Textur soll ja auch so ganz besonders sein. Und natürlich ist es viel wichtiger, die Produkte mal in Real Life, also auch aufs Auge aufzutragen, ne, als nur auf die Finger. Aber es hat sich schon sehr gut angefühlt. Also die Farben finde ich auch wunderschön. Und das war so die erste Entscheidung für Natasha Denona. Und die andere Palette ist die Glam-Palette. Oh ja, richtig schön. Das ist die Glam-Palette. Das ist so typisch ich. Entweder gar nichts oder alles auf einmal. Jetzt habe ich gleich zwei Natasha Denona-Paletten bestellt. Packaging finde ich mega. Ich bin eh der kühlere Typ. Ich liebe das total. Und das ist eine Palette mit komplett kühlen Tönen. So cool. Gerade wenn ihr auch blaue Augen habt, das wird eure blauen Augen wirklich zum Strahlen bringen. Hier gibt es Schimmertöne, matte Töne. Die sehen wunderschön aus. Wieder das gleiche mit dem Spiegel. Wunderschönes Packaging. Einfach mega. Dazu muss man aber auch ein Typ sein, finde ich, weil ich glaube, dass die Masse eher so wärmere Töne für Lidschatten benutzt. Aber ja, das ist einfach mega. Wenn ich das sehe, wenn ich die beiden Paletten sehe, habe ich so Bock, mich sofort zu schminken und was auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr auch ein Video haben möchtet, in dem ich die Produkte, hier die neuen Lidschatten ausprobiere. Mache ich sehr, sehr gerne. Und vielleicht wollt ihr auch diese Fenty, diese Sauce, Body Sauce. Vielleicht möchtet ihr das auch in Action sehen. Schreibt mir das immer sehr gerne in die Kommentare. Oh no. Oh ne, ich glaube, es ist nichts passiert. Dann probiere ich das sehr gerne mal aus. Okay, und die letzten Produkte, die ich hier noch habe, sind noch ein paar. Und zwar einmal von Coco und Eve Like a Virgin. Es ist ein Deep Clean Scalp Scrub. Also wieder was für die Kopfhaut. Das ist so ein Scrub, ne? Das Peeling. Und darauf bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Die Marke kenne ich zum Beispiel noch nicht. Das Packaging sieht mega cool aus. Rosa-grün. Also das ist auf jeden Fall auch schon ein Hingucker. Mit dem Packaging kann man auf jeden Fall auch schon die Kundschaft an sich locken oder auf sich aufmerksam machen. Das war auch das so, muss ich sagen, online, was sich so meine Aufmerksamkeit gecatcht hat. Und natürlich auch das Thema einfach Kopfhaut, was ich so ein bisschen näher betrachten will und mal ausprobieren möchte. Jetzt habe ich halt zwei Produkte dazu. Ich werde das auf jeden Fall auch ausgiebig mal testen, dass ich vielleicht in meinen Monatsfavoriten, vielleicht schafft ihr eins der beiden Produkte in die Monatsfavoriten. Ansonsten ja, ich halte euch mal auf dem Laufenden und ich glaube aber, um wirklich ein Ergebnis zu zeigen zu können oder Entwicklung oder so, da muss man schon länger das Ganze benutzen. Aber wie gesagt, ich gehe das Thema jetzt an und halte euch auf dem Laufenden. Dann habe ich gekauft von, auf Empfehlung von meiner allerliebsten Lieblings-Beauty-YouTuberin und zwar Alana Davison, für die, die es noch nicht wissen, aber ich glaube, ihr wisst es alle, wenn ihr jemand seid, der mir schon länger folgt. Und zwar hat sie gesagt, der beste Concealer auf der Welt ist für sie aktuell von Make Up For Ever, der Ultra HD Anti-Cernus
long. Oh, ich habe gerade auf Englisch ausgesprochen, was hier aber auf Französisch steht. Also das ist ein Self-Setting Concealer, ganz einfach. Ein Concealer, ja. In der Farbe 21 habe ich den jetzt gekauft. Und ich habe jetzt einfach blind drauf vertraut, weil sie auch eine trockene Haut hat. Und ja, aber bei dem Ton muss ich natürlich raten. Ne? Online ist manchmal so ein bisschen schwierig. Ich sehe jetzt auf jeden Fall, dass der mir viel zu hell sein wird, aber... Gut, entweder werde ich den mit einem anderen Concealer mixen oder ich werde den benutzen, wenn ich super hell bin. Wir werden sehen. Oh Mann. Oh Mann, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht bestelle ich mir den nochmal in dunkler. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich den jemandem schenken, der ein bisschen heller ist. Und das allerletzte Produkt, danke für alle, die jetzt noch dran sind. Das ist auch von Bumble and Bumble. Und das ist ein Thickening Spray. Und das ist auf jeden Fall etwas, das ich einfach liebe. Und wenn ihr mich schon länger guckt, noch zu meinen Zeiten, wo ich blond war, mit diesem Long Bob und so, dieses voluminöse Haar, ne, von einer Seite auf die andere schmeißen, so diese Beach Wave Look, da habe ich immer mein Salzspray benutzt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich hatte eins von L'Oreal. Erst hatte ich ein Zuckerspray von Balea, dann wurde es aus dem Sortiment genommen, hatte ich ein Salzspray von L'Oreal. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Und, aber das macht so, so viel aus, wirklich, dass, auch wenn es zum Beispiel jetzt ein Thickening Spray, das heißt, es macht eure Haare so ein bisschen dicker, aber es verleiht euren Haaren auch so eine gewisse Struktur. Und gerade wenn man so kurze Haare hat und ein bisschen mehr Volumen und auch so einen Griff drin haben möchte, dann sind solche Produkte einfach perfekt, weil die Haare nicht durch die Gegend fliegen und so einzelne Härchen, ne? Die sind so in Form, die sind voluminös, aber also es gibt den Haaren auf jeden Fall ein sowas ganz Besonderes und ich liebe die Produkte, ich merke einen Riesenunterschied und deswegen wollte ich mal das hier von Bumble and Bumble ausprobieren, weil ich bisher jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum eigentlich nur dieses Texturizing Spray von Way benutze, was richtig gut ist, aber es schadet ja nicht mal was Neues auszuprobieren. Hier kann ich euch auch sehr gerne auf dem Laufenden halten. Generell schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet, irgendwelche Produkte in Anwendung, die ich hier gezeigt habe oder vielleicht auch was ganz anderes. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Danke euch sehr fürs Einschalten und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin alles Liebe. Ciao!